Hi Leute und damit herzlich willkommen zum letzten Spiel des Immon-Turniers zwischen der Spielvereinigung Unterhaching und dem Hallischen Fußballclub. Ja, ich nach dem 7:0 trotzdem ein wenig umverändert und gegen die Typen, gegen den wir hier spielen, das ist der Gastgeber, gegen den guten Immon, ja, gegen den wir spielen wir am letzten Spieltag, das hatte ich ihm mal gesagt, dass doch viel cooler wäre, wenn wir das Spiel am letzten Spieltag ausfechten würden, weil dann geht es nämlich um die Tabellenspitze. Für mich war eigentlich nur noch das Ziel, ja, Hauptsache, sich nicht komplett zu blamieren aus dem Turnier. Das war eigentlich mittlerweile nur noch meine Devise. Ich meine, ich habe nur 5 Punkte aus 4 Spielen. Das ist einfach nur eine Katastrophenbilanz. Damit konnte ich nicht mehr dieses Turnier gewinnen. Und deswegen für mich in diesem letzten Spiel gehen immer noch Schadensbegrenzung. Irgendwie Schadensbegrenzung. Ja, hier erster Schuss von dem guten Immon durch Bigalke. Den konnte man aber wenigstens abwehren. Auch das Spiel habe ich versucht nachzukommentieren, aber ja, ich war halt relativ debris und dann in der 14. Minute, aber das 1:0 für den Hallischen FC durch Brent Manu. Drittes Tor im laufenden Turnierwettbewerb, ich glaube am Ende ist er sogar mein erfolgreichster Goalgetter gewesen im Turnier. Aber nun ja, das müssen wir jetzt nicht thematisieren. Auf jeden Fall waren natürlich meine Commentaries, die ich habe euch gesagt, ich habe zu jedem Spiel eigentlich ein Live-Commentary in der Hinterhand. Aber das sollte man nicht sich anhören müssen. Und deswegen kommentiere ich ja das Ganze hier nach. Müller, Starozek klärt hier aber im Zentrum. Ja, für mich war eigentlich auch nur noch das Ziel, das Turnier beenden und das so schnell wie möglich vergessen, dieses Turnier. Klar, nach dem 7:0 war ich dann etwas motiviert, aber trotzdem, nach diesem 3:3 wollte ich eigentlich dieses Turnier eigentlich beenden und einfach mich nur noch verstecken nach dieser Peinlichkeit. Hier nächste Möglichkeit, wie gesagt, durch Immon und der bekommt sogar noch die Ecke, schlägt sie durch Bigalke. Aber den Ball kann ich wenigstens hier herausklären. Das letzte Spiel war aber tatsächlich nochmal unterhaltsam. Dadurch, dass Immon richtig gut gespielt hat, muss man wirklich sagen. Also Props an dich, lieber Immon. Hast gut mitgespielt, top motiviert gewesen. Hatte man so ein bisschen das Gefühl. Also der hatte anscheinend nicht so katastrophale Ergebnisse wie ich. Hier Steinherr, sogar noch der Ausgleich. 25. Spielminute, der 1:1 Ausgleichstreffer. Bitte natürlich für mich, aber naja, das ist auch von Immon gut gemacht. In den Spielen zuvor habe ich ja jetzt mittlerweile auch schon 10 Gegentore kassiert. Hier bekomme ich Gegentor Nummer 11 für meinen eigenen Stolz natürlich definitiv zu viel, dass ich so viele Gegentore einfach nur kassiert habe. Ist, nee, 8 Gegentore hatte ich zu diesem Zeitpunkt kassiert, genau. Und das von Steinherr war Gegentor Nummer 9. Dann nächste Flanke, Müller klärt. Ich habe einfach auch in diesem Turnier viel zu viele Chancen gebraucht, um Tore zu erzielen. Und dann auch noch durch die Vernichtung von Electronic Arts war das natürlich schwierig, in dieses Turnier hereinzukommen. Und dann hatte ich auch nicht so positive Erfolge. Aber ich habe mich versucht, hier nochmal gegen Immon aufzurappeln. Nächste Möglichkeit, Müller. Und dann Pfostenpech. Nicht das erste Mal, dass ich in diesem Turnier Aluminium getroffen habe. Nächste Kopfballgelegenheit, gibt aber zumindest mal eine Ecke. Kommt wieder durch Ayani, dass ich in Ecken schlecht bin, sollte bekannt sein. Hier habe ich mal die kurze Variante versucht. Brent Manu, aber auch wieder sein Müller. Der hat ein richtig gutes, starkes Spiel gespielt. Ihr seht ja hier im Hintergrund mal die Schüsse. Manu 5, Steinherr 2. Auch in diesem Spiel, ja, hatte ich gute Möglichkeiten, aber auch Immon war immer wieder zur Stelle. Hier zum Beispiel hier mit Stefan Hein macht er gut. Den Ball kann ich aber wenigstens noch abblocken. Wir sind nämlich auch schon in der zweiten Halbzeit. Das ist Sliskovic. Wie gesagt, das war ein richtig gutes Spiel. Also wenn man sich so das komplette Spiel angesehen hätte, hätte man sagen können, ja, das war eigentlich ein tolles Spiel. Aber nun gut. Benjamin Pinto, Sliskovic. Mein Abschlusspech in diesem Turnier. Auch wenn ich viele Tore geschossen habe, ja. Aber es hätten definitiv noch mehr sein müssen in diesem Turnier. Wenn man sich das so angesehen hat, was ich so alles vergeben habe. Einfach nur unbelievable. Pinto, 59. Hier, ihr seht auch schon 10:5 Schüsse für mich jetzt mittlerweile schon auf dem Konto. Ich war wieder mal die bessere Mannschaft.
Aber in diesem Turnier hat mir halt das Glück des Tüchtigen gefehlt. Nächste Möglichkeit, Lindenhahn. Schöner Pass auf Sliskovic und den haut er da oben richtig schön in den Knick. Auch für ihn, glaube ich, Tor Nummer 2 oder Nummer 3 in diesem Wettbewerb, in diesem Immon-Turnier. Auch wenn er viele Chancen vergeben hatte. Ein schönes Tor. Nächste Möglichkeit dann für Immon in der 70. Spielminute, die zeigenswert war. Und die haut dann Immon einfach mal aus. 20 Meter um den Winkel. Ja. No commentary von mir zu dieser Situation. Mit Sliskovic habe ich mich schön rausgearbeitet und ein schönes Tor erzielt. Immon zieht einfach ab und haut den nach oben in den Knick rein. Wunderbärchen. Natürlich wollte ich eigentlich noch dieses letzte Spiel gewinnen, damit ich wenigstens noch am vernünftigen Ende hier rauskommen könnte. Mich zumindest vernünftig verabschieden könnte aus diesem Turnier. Aber mein Glück wollte mich einfach an diesem Sonntagnachmittag nicht belohnen mit dem Glück. Benjamin Pinto, nächste Möglichkeit. Müller, die Endstation. Hatte dann nochmal gewechselt. Weil, wie gesagt, ich wollte unbedingt diesen Sieg. Matthias Fetsch hatte noch einen Stürmer gebracht. Einen frischen Stürmer. Aber der Ball, der wollte einfach da hinten bei immer nicht rein. Und so mal wieder die 90. Spielminute. Hein legt den Ball einfach quer rüber auf Müller. Macht das hier stark mit einem Trickshot und das 3:2 für Immon. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Das war auch übrigens auch die letzte Aktion dieses Spiels, dieses Turniers. Ich kann euch nämlich sagen, danach war kurze Zeit später da auch Schluss. Ich verliere dieses Spiel nämlich schlussendlich mit 3:2, eine bittere Niederlage am Ende. 5 Punkte nur aus 5 Spielen, eine katastrophale Bilanz mit am Ende 11 Gegentor. Klar, am Ende habe ich mehr geschossen, aber das liegt aber auch nur an diesem 7:0. Für mich ein katastrophales Ergebnis. Hier nochmal die Chance von Brandon Manu dabei daneben. Das war's, liebe Freunde von Immo-Turnier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin und ciao, euer Flui.